Weiter geht es mit Mass Effect 3. Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zur Normandy. So, geht heute auf jeden Fall mit der Tuchanka-Geschichte weiter. Die Rettung der Kroganer, die Heilung der Genophage. Das ist ja die nächste Quest. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Erstmal gucken, ob hier oben vorne alles klar ist. Die Kroganer und die Turianer sollten sich wirklich hinter die Allianz stellen. Ja. Sie haben so viel gemeinsam. Sie schießen gerne auf Sachen, sie wollen nicht sterben und... Nein, das war's schon. Das war's schon. Mehr nicht? Edie sagt nichts, aber guck mal, wenn sie hier vorne mit Joker sitzt, hat sie ihre Klamotten ausgezogen. Hm? Anweisung wahrscheinlich vom Chef, von Joker, oder? Hier kommst du nur ohne Uniform rein. Hey, ja, Edie? Shepard? Du musst ja nicht unbedingt aufstehen. So, aber was Neues gibt's hier nicht. Flucht der Normandy? Das war aber eine andere Flucht, oder? Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich Ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte Ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianz-Soldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe Ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten Sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Okay, Sie haben Sie also getäuscht. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu ihnen zu kommen und wollten sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Das ist ja schon eine ältere Geschichte. Okay, sie kann jetzt also auch lügen. Das ist vorerst alles. Weitermachen, Edie. Jawohl, Ma'am. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Wenn Sie reden wollen, reden Sie mit dem Körper. Talk to the hand. Also nicht einfach hier stehen und sagen, Edie, dann könnte man ja hier immer mit ihr sprechen über das ganze Schiff. Aber nein, sie möchte jetzt persönlich am Körper angesprochen werden. So. Jetzt geht's nach Tuchanka. Gucken, ob Mordin Solistor gute Arbeit geleistet hat. Wir sind ja eh noch hier in der Umlaufbahn. Der Mantel. Genophage heilen, so heißt die Quest. Das wird spannend. So. Wem nehme ich denn da mit? Abbruch. Abbruch? Bei Landekoordinaten geortet. Oh oh. Abbruch. Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Ma'am. Ein Reaper auf Tuchanka? Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von Tuchanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelewyn waren katastrophal. Ja, aber ey, wir haben ja auch hier deinem Sohn und so geholfen, ne? Gut, der ist jetzt tot, aber die Absicht war da, also... Das ist für Pelewyn, Rache für Pelewyn, ne? Und das ist auch ein neuer Reaper-Modell, den haben wir aber schon auf der Erde gesehen, der das Shuttle darunter geschossen hat, wo auch der kleine Junge drin war. Wir tun das hier für Pelewyn. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex... Gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn vom Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Eva muss uns begleiten, das wird gefährlich. Aber so können schon mal Kroganer und Turianer schon mal zusammenarbeiten hier, ne? Okay, sind alle dazu bereit? Wir waren einem Reaper noch nie so nahe. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Das bedeutet ja. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Wer will denn jetzt schon wieder was? Wieder Admiral Anderson? Nein, der Salarianer. Galatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in Tuchanka sind. Und Mordin Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Kroganer darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln.
Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Es ist natürlich eine Salarianerin, ist die Botschafterin. So, ja, aber es könnte funktionieren mit dem Mantel. Wir müssen den Kroganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Kroganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Kroganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Kroganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Was eine arschige Aktion von der Botschafterin, oder? Die Heilung der Genophage sabotieren. Nur damit wir die Hilfe der Salarianer bekommen. Und dafür die Kroganer dann verlieren. Das sind schon Entscheidungen hier. Natürlich total unmoralisch, aber naja, die Salarianer. Das machen wir natürlich nicht. Nee, in dem Fall schließe ich mich da komplett gegen die Salarianer. Mit den Kroganern zusammen. So, wen nehmen wir mit? Wir müssen Reaper bekämpfen. Dann nehmen wir Jarvik mit. Dann kann er nochmal hier für sein Volk ein wenig Rache bekommen. Die Waffe, die er da in der Hand hat, ist auch falsch, ey. So, und vielleicht noch irgendwas mit Überlastung. Entweder Garrus oder Edie. Na, es wird eine harte Schlacht vielleicht. Dann nehmen wir Garrus mit. Der ist kriegserfahren. So. Ich werde bei mir aber mal wieder die Waffe wechseln. Ich habe mal wieder Lust auf eine normale Handfeuerwaffe. Ohne diese zeitverzögerten Geschosse hier. So, wir haben die Predator und die Eagle. Was ist denn bei der Eagle die Beschreibung? Altes Allianz. Programm für offensive Handfeuerwaffen. Finanzmittel zur Aktualisierung eines anderen Modells erhielt. Beschlossene Techniker. Ja, ich will wissen, was die kann. Beeindruckende Phalanx weiterzuentwickeln. Wie ihr Vorgänger ist die Eagle eine komplette vollautomatische Pistole. Ah, nee, dann nicht. Vollautomatisch will ich nicht. So, die Waffenmods müssten hier, glaube ich, noch stimmen. Erhöht Nahkampfschaden, ist egal. Durchschlag, Magazin und der Lauf halt, ne? Präzision, das ist auch egal. Hier und das ist gegen Schaden. Durchdringung und Schaden. Okay, lassen wir das. So, hat Shepard die. Kraftaufladetempo bleibt bei 200%. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich mal wieder eine bessere Handfeuerwaffe finde. Jarvik, den Strahler dabei. Und er hier die beiden Sturmgewehr und Scharfschützengewehr. Perfekt. Oh, und er hat noch Punkte für seinen Betäubungsschuss. Kraft und Schaden. Trifft eine innerhalb von 1,5 Metern. Nö. Nehmen wir Kraft und Schaden mit. Perfekt. Jarvik auch. Jarvik hat auch hier Antigravitationsgranate. Können wir noch einen drauf machen. Erhöht den Schaden oder erhöht den Wirkradius. Machen wir den Wirkradius, wenn es Antigravitation ist. Und dann können wir vielleicht danach ein paar Kombos starten. So. Disk 2 erlegen. Ja, immer das Gleiche. Du Chanka musst du immer Disk 2 einlegen. Ist alles drin. Alles verbaut. Die Botschafterin der Salarianer. Ich komme echt noch nicht klar, ey. Lasst mal die Kroganer da, wo sie sind. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Cool. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Kroganer. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Mantelsabotage enthüllen.
Ja, komm, wir werden die jetzt schon einweihen und dann wissen alle, was Sache ist. Besser auch vorbereitet, dann kann sich Morden Solus schon mal darauf vorbereiten, dass er da noch so ein System umgehen muss. Nicht, dass er da einfach so spontan vorsteht, ne? Ich habe eine Nachricht vom... Hey, ich wurde unterbrochen. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten, wir gehen runter. Okay, wir konnten doch nicht sagen. Dumm gelaufen. Aber die Absicht war ja da, ne? Moin. Locker aus der Hüfte. Mit der Pumpgun. Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Okay. Das war die kroganische Begrüßung. Bam. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt. 6 Uhr ist schon so spät, oder? Der Feind nähert sich. Vorrücken. Sie dürfen nicht hier raufkommen. Shepard, es ist hier ziemlich übel. Ja, hier auch. Halten Sie sie von der Frau fern. Von der Frau fernhalten. Die hat auch einen Namen. Er ist Palavin und jetzt das hier. Es ist noch nicht vorbei, da sind schon wieder welche unterwegs. Die wollen sich einen Planeten nacheinander schnappen, die Reaper. Und jetzt ist halt T'Chanka dran. Wir haben sie fast alle erwischt. Natürlich haben wir das. Die sind ja auch OP. Die Tür ist zu, die Tür ist auf. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchdrängt Reaper-Blut unseren Boden. Los, zum Mantel. Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Zu welchem Clan gehören Sie? Wer sind Sie? Erdnard Reeve, Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Blutsbruder? Reeve und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Cool. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Der Salarianer gehört zu mir. Dieser Salarianer ist nicht Ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Hättest du mal nicht gefragt. Weil ich ihm traue. Das wirst du auch. Schluss jetzt! Packst du mal die Pumpgun weg? Da kommt die Frau. Sie hat das letzte Wort. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Was eine Ansprache mit dieser Musik dabei. Ich bin sofort dabei. Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Wir sind unterwegs und versuchen, Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Reeve ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote, Herstellung der Genophage, Expansionsplan, problematisch. Die Ahnen? Wer denn? Wie waren denn die früheren Kroganer?
Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Tja, das waren die einfachen Worte. Wir haben dafür selber gesorgt, dass unser Planet für den Arsch ist. So drückt es Rex aus. Und die Schamanin ist da ein wenig wortgewandter. Die Kroganer haben es sich verdient, auf jeden Fall hier wieder neuen Lebensraum zu bekommen. Wenn wir gewinnen sollten gegen die Reaper, dann haben sie auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle, wollten Sie da etwas sagen? Ja, mit der Mantelsabotage enthüllen. Vielleicht habe ich jetzt noch eine Chance, werde nicht unterbrochen. Die Dalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf Sie zählen. Warum halten wir an? Na, was wird uns hier in den Weg gestellt? Da ist der Elfenbeinturm. Rex, Sie und Morden bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. Wenn das Ganze hier durch sein sollte und Shepard dazu beiträgt, die Genophage zu heilen, dann sollten die hier auf Tuchanka für sie zu Ehren eine Statue aufbauen. Da draußen findet das Ende der Welt statt. Gral Dornenwerfer? Nee, danke. Und vergessen Sie, das wird sein erster Kill, aber sicher nicht der letzte. Sein erster Kill gegen den Reaper. Wo ist er denn? Da steht er. Da ist er. Salarianisches Haustier? Würde ich ja nicht so unbedingt ausdrücken. Wir können nicht einfach so rumsitzen. Ja, ich weiß. Ich weiß, kein Krieg führen ohne Straße. Der Reaper macht schon Bass, Alter. Nicht. Wo geht's denn hier lang? Hier liegen noch Sachen rum. Todesmaske haben wir hier. Und noch was. So, jetzt habe ich alles. Ist da nicht ein Leiter irgendwo? Hier ist noch mehr. Nee, will ich jetzt. Kroganischer Kundschafter. Was gibt's zu kundschaften? Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt. Der Konvoi kommt nicht durch. Mist. Turianer Geschwader Artimek, hier Shepard. Wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen. Negativ, Commander. Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftschlag reicht bei einem Reaper nicht. Wir müssen mitkämpfen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal, weiter jetzt. Neue Straße bauen? Ja, mach mal schnell. Commander. Bau mal. Oh, der stürzt auf uns. Weg hier! Shepard, was ist denn los? Rex, bringen Sie sofort die Frau hier weg! Los! Jetzt können Sie wenigstens weiterfahren durch die Explosion. Artimek, hören Sie mich? Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Ja. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg.
Shepard, nee. Da drüben ist ein Tunnel. Vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los. Okay, die Jagdflieger von den Turianern haben null Chance. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Rex, empfangen Sie das? Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Salarianer nicht zusammenfliegen kann. Mhm. Reeves Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch. Tut mir leid, hier unten bebt alles. Spüren Sie die Erschütterung? Ja. Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Toll. Ein weiterer Grund, ihren Hintern da rauszubewegen, Shepard. Beeilung. Die Mutter aller Dreschlunde. Kennst du die? Beunruhigend. Ach so. Wenn Kroganer einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Die Mutter aller Dreschlunde, ey. Und wir sind in der Stadt der Ahnen, alles verschüttet von dem nuklearen Krieg. Das ist Reaper-Tech, ein Verwüster. Was ist das denn? Ein neuer Reaper. Irgendein organisches Wesen. Unmöglich. Shepard, sowas kennen wir doch schon. Oh ja. Wir kannten sie auch. Ich glaube, sie nennen sie Rachni. Rachni? Aber wie? Die Königin, die sie auf Noveria verschont haben, hat Frieden zugesagt. Die hier ist anders. Mutiert. Vielleicht hat die Königin gelogen. Rex, die Gerüchte sind wahr. Wir haben hier Rachni. Ich weiß. Ein paar haben uns gerade angegriffen. Darum kümmern wir uns später. Jetzt zählt nur der Mantel. Alles klar, wir suchen einen Weg nach draußen. Tja, wir haben die Rachni-Königin gerettet im ersten Teil. Sie hat Frieden versprochen. Aber es kann ja auch natürlich sein, dass die Reaper sie hier gewalttätig eingenommen haben und sie jetzt hier mit Reaper-Tech verändert haben. Das sind auf jeden Fall von den Reaper veränderte Rachni. Und wir haben ja auch noch die Quest offen, die Rachni-Aktivitäten zu überprüfen. Und die wird uns dann sicherlich Antworten geben. Aber voraus. Sogar Jarvik kennt die Rachni noch. So alt sind die auch schon vom Volk her. Ganz was Neues. Ein Teil von Tuchanka, der nicht bloß Schutt und Asche ist. Überreste einer gescheiterten Spezies. Naja, noch ist die Spezies nicht gescheitert. Also da, die haben als die Technologie missbraucht, ne? Level 42. Da sind die Trucks wieder. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und grün. Ich dachte, hier wachsen keine Pflanzen mehr. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Ja, wir sind dabei. Auf den Weg. Und auch wenn hier wir ankommen, wird die Rache mein sein. Große Kroganer-Statuen, die hier aufgestellt waren. Ja, hätte da wünscht man. Ich hätte gedacht, dass so etwas in den Kroganern steckt. Tja. Ich sehe hier nur Schutt. Eine Zivilisation, die alles zerstört hat, was sie hatte. Und das ganz ohne Reaper. Tja, vielleicht ja. Hat Eva recht. Die Heilung der Genophage könnte den gewünschten Effekt haben. Wenn sich eine Zivilisation einmal selbst vernichtet hat, verklingt der Nachhall davon nie. Sie ist dazu verdammt, das Geschehene zu wiederholen. Gegner! Ich wollte gerade das Gespräch von den beiden lauschen, ey. Endlich erzählt Jarvik mal wieder was. Da hätte man Tuchanka doch echt gerne gesehen, noch so vor ein paar tausenden Jahren. So auf den Höhepunkt ihrer Technologie, bevor sie alles selbst zerbombt haben. Aber das stimmt geil. Wow, das ist der Verwüster. Rachni. Deckung. Jetzt habe ich leider keine Verbrennung dabei durch Edi oder so, sondern nur hier was gegen Schilde. Na gut, hier, das Ding ist noch ganz geil. Dunkler Kanal. Aber Verbrennung wäre natürlich auch super gegen die Schilde der Rachni. Oder es sind ja keine echten Rachni mehr.
weiß, es gibt auch noch eine richtig gute, große, schwere Pistole. Die macht echt ganz guten Headshot-Schaden. Die will ich noch später noch haben. Die ist nicht nur ein Mythos. Wachsam bleiben! Die hat halt wenig Munition, die Waffe, aber dafür extreme Durchschlagskraft. Aber ich habe sie bisher noch nicht gefunden, auch nicht beim Händlern. Das wird sicherlich noch kommen. Munition habe ich. Okay, da vorne geht's weiter. Was aber für eine geile Mission hier, ey. Wenn ich das mal sagen darf. Ich muss da rüber. Aber ist auch Priorität. Hauptmission, ne? Aua. Sind das deren Granaten? Da sagt dann nichts mehr. Achtung, da kommt einer von den Großen. Jo. Er ist nicht allein. Oh, das ist aber ein Rohling. Oh, die hat's gut zerfetzt. Der muss weg. Der ist weg. Was macht der jetzt hier? Nicht hier runter bei mir. Javik, schieß mal auf den. Ja, genau, mit dem Laser. Der Feind ist tot. Für den Moment. Für den Moment. Ne, der hier ist die ganze Zeit tot. Wenn jetzt weitere Gegner kommen, sind das neue Feinde. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter hier auf Tuchanka. Es geht spannend weiter. Wir müssen den Reaper bekämpfen. Wie läuft's? Läuft super. Wir sind immer noch in den Ruinen. Ja. Beeilen Sie sich. Der Reaper bewegt sich nicht. Und der Himmel sieht zunehmend schlimmer aus. Der Himmel, ja. Die Reaper wollen hier die Atmosphäre verseuchen und alles für sich beanspruchen. Und ja, der Dreschlund ist hier auch noch in der Nähe. Wir haben ihn schon gehört. Die Erde bebt und sowas. Die Mutter aller Dreschlunde. Also, es kommt einiges auf uns zu, Leute. Einiges Großes. Die Zeit wird knapp. Ich komm gleich. Geduld. Shepard ist jetzt älter. Langsamer. Das ist keine Entschuldigung. Ich bin Jahrhunderte älter als Sie und mach auch kein Nickerchen. Geduld. Shepard ist jetzt älter. Langsamer. Ja. Ja, gut. Danke, Morden. Also, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.